Ja, hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dose der Auspacker, aka Dose packt was aus, neues Material in the place to be, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich mach's ganz kurz und schmerzlos heute, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet, ist immer kacke, wenn du irgendwo bei Facebook oder bei den Social Media Kanälen siehst, boah, die haben das schon und ich warte drauf, weißt du, ich sitze hier auf einer trockenen Baustelle, ist immer scheiße. So, jetzt ist es endlich da, Zenit. Den manche schon überschritten haben von euch vielleicht, so wie ich, aber egal. Einfach weitermachen. So, ich reiß mal direkt auf. Fragt euch, was es ist. Ich kann so viel schon mal sagen. Es sind wieder 2 Jahre vergangen, meine sehr verehrten Damen und Herren. 2 Jahre sind vergangen. Es wird fortgesetzt. So viel möchte ich gerne verraten. Es geht um eine Musikzeitschrift und zwar Musikexpress in the place to be. Hier wollen sie mir schon so ein Abo andrehen hier. Ich bräuch dich. Ich brauche nur eine Musikexpress, wenn das drin ist hier. So, 2017 hat es angefangen, 2019 ging es weiter, dann kam 2021, aka Corona in the place to be und jetzt haben wir 2023 und es gibt wieder eine exklusive Vinyl beim neuen Musikexpress Magazin von Kraftwerk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Was kostet das, wenn du als Musikmagazin, gut, Musikexpress ist jetzt auch renommiert und gibt schon 4-5 Jahre. Was kostet das, wenn du Ralf Hütter fragst, hör mal, wir wollen mal wieder hier 2 Jahre sind um oder haben die da irgendwie einen Vertrag? Das muss doch, Millionen muss das so eigentlich kosten, ne? Wenn du von dem da irgendwie so eine exklusive Single, natürlich für Sammler, perfekt. So, gucken wir noch einmal, ich habe es gerade schon gesagt, 2017. Erste exklusive 7-Inch war Die Roboter. Gab es schön hier in schwattem Vinyl. Die B-Seite, die war noch so. Die B-Seite ist meistens immer leer, glaube ich, irgendwie. Da war hier noch so ein, seht ihr das, so ein Relief drauf. Keine Rille, aber ein Relief. Und auf der Vorderseite Die Roboter. Dann kam 2019 Autobahn. Autobahn in blauen Vinyl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Rille auf der einen Seite, die andere Seite spiegelglatt wie ein Börsianer. So, dann kam 2019 Heimcomputer, die 7-Inch Single und zwar natürlich gelb, passend zu den anderen, ganz klar. Heimcomputer und spiegelglatt auch wieder die B-Seite. So, jetzt ist 2023. The next episode, ihr seht es schon, das Cover von Tour de France und ich weiß gar nicht, was für ein Song drauf ist. Tour de France wahrscheinlich. Ich versuche es, wer die letzte Folge kennt, da habe ich ja die Heimcomputer ausgepackt. Da habe ich das Cover hinten eingerissen, weil da ist ja immer so ein Klebepunkt drauf, damit das hier festpappt, so, ne? Damit nicht alles auseinanderfällt. Ich versuche den jetzt mal unverletzt, also Cover unverletzt abzubekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock drauf. Und wenn ich dieses eine bestimmte, Alter, dieses eine bestimmte Geräusch höre, also jetzt haben die ja sogar noch 2 Klebepunkte drauf oder noch mehr, ne? Mann, 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 Alter, das ist gar nichts für mich. Man muss das mit ganz viel Figül machen. Spingerfitzenfigül, kennt ihr das? Das war schon mal gut. Zweite auch abgelöst. Das Cover von der Musikexpress reißt, ist mir scheißegal. Aber es darf nicht das Cover von der Platte einreißen. Ja, dritte ist auch ab. Und das vierte ist auch ab. Oh, Alter. Mein lieber Herr Gesangsverein, dir Mr. Singing Club. So, direkt erstmal abfummeln hier den komischen Silikonscheiß. Habe ich Scheiß gesagt? Ja, aber Absicht. Guck mal, da, zack, da ist sie. Tour de France. Hinten haben sie es genauso gestaltet wie auch damals auf dem Album. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, ja doch, Tour de France ist drauf. Ich weiß aber nicht, welche Version, meine sehr verehrten Damen und Herren. Klingklangprodukt 2023. Gucken wir mal, ob wir farbiges Vinyl haben. Nein, schwarz wie die Nacht. Wer das Album Tour de France kennt, der weiß, dass es da mehrere Etappen gibt. Tour de France Etappe 1, Tour de France Etappe 2, Tour de France Etappe 3. Und es gibt natürlich das Lied Tour de France an sich.
So, die B-Seite ist wieder spiegelglatt. Ah, Seite 329 geht das Ding hin. Es ist nicht hier drauf zu erkennen, welche Version von Tour de France, um welche Version es sich handelt. Ja. Ja, muss ich mir anhören. Werdet ihr natürlich nicht mithören können, weil Kraftwerk, ne? Also wenn ich jetzt hier Kraftwerk auflege auf mein Turntable, dann habe ich direkt wieder eine Urheberrechtsbeschwerde von Kraftwerk und das möchte ich gerne vermeiden. Auf jeden Fall 2023 wieder eine 7-Inch von Kraftwerk, meine sehr verehrten Zuschauer und ZuschauerInnen. Toll, ich freue mich, ich habe sie und werde sie mir jetzt gleich zu Gemüte führen, ganz in Ruhe. So. Ja, eine Besonderheit zum Magazin an sich noch selbst. Hier steht ganz dick drauf, dick angekündigt, Kraftwerk 20 Jahre Tour de France, genau, weil das Album Tour de France kam 2003 raus. Das große Special, Ralf Hütter spricht. So, jetzt kommt ihr. I'm always inspired by total silence and noise. Wer hätte das gedacht, dass Ralf Hütter spricht? Ich hoffe persönlich. Oder hat er wieder jemanden vorgeschickt? Etappensieg. Ja, ich habe es gerade noch gesagt, Etappensieg. Ralf Hütter, ein großer Fahrradfan, der natürlich auch viel Fahrrad fährt und gefahren ist und mal einen ganz, ganz schlimmen Unfall hatte, und zwar einen Fahrradunfall bei der Produktion von Electric Café. Und da ist er eine ganze Zeit lang ausgefallen. Wir haben immer unser Leben vertont, ja. Interview von Albert Koch. Ralf Hütter, da ist er. Der alte Sack. Sorry, bin aus dem Ruhrpott. Aber Düsseldorf ist ja fast auch noch Ruhrpott, ne? Da kommen die ja her. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir nochmal zwei volle Seiten Interview. Im exklusiven Interview erläutert Kraftwerkgründer Ralf Hütter seine Suche nach einem Urklang und erklärt die Gemeinsamkeiten von Radsport und Musik und Unterschiede zwischen künstlicher und künstlerischer Intelligenz. Ah, das hört sich interessant an. Cool. Ah, ich sehe gerade, es gibt dann nochmal zwei Seiten. Die 12 Tricks des klassischen Kraftwerk-Albums, jeder einzeln seziert. Okay, dann nimmt man noch einmal das Album von 2003 auseinander. Gespannt, was das so ist. Ja, ich werde es mir in Ruhe zu Gemüte führen und ja. Ja, im Endeffekt war es das schon wieder. Ich würde sagen, schaltet wieder ein, abonniert den Kanal und dann wisst ihr, wann ihr wieder einschalten müsst. Und ja, bis zur nächsten Folge. Dost der Auspacker, aka Dost packt was aus, wenn es wieder etwas auszupacken gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne, bleibt sauber, gesund, viel, viel Sonne, etwas Regen in der Nacht für die Blumen, ihr wisst Bescheid. Euer Dost. Peace out.